Es ist angerichtet. 8 unterschiedlichste Künstler, Bildhauer, Designer, Objekt- und Videoinstallateure präsentieren sich dem Schweinfurter Publikum. Ihre Werke? Facettenreich. Charmant vorgestellte Appetithäppchen fürs Auge. Sie spiegeln das Leben, die Kunst, eben die Kunst des Lebens wider. Viele Gegenstände entfalten erst bei genauerem Betrachten ihre ganze Wirkung. Initiatorin Petra Blume lud die Gäste ein, mit den Künstlern das Gespräch zu suchen. Zum Beispiel darüber, wie man als solcher zu seinen Ideen kommt. Das passiert irgendwann einfach. Also ich habe irgendwann nach einer Kunst gesucht, die man ohne Installieren, ohne größeres Installieren, Steckereien laufen lassen kann. Seine Videoinstallationen kamen beim Publikum sehr gut an. Wo der Mann ins Wasser springt. War das schönste Kunstwerk für mich. Gut ankam auch das Buffet. Appetithäppchen also auch für den Magen. Typisch Schweinfurt eben. Den passenden Rahmen erhalten die Ausstellungsstücke aber vor allem durch sie, die Glashalle auf der Maininsel. Sehr schön. Also das ist auch tagsüber ganz toll mit dem Licht hier und ja, passt einfach super. Schön. Ja, ist ein idealer Ort für so Ausstellungen. Perfekt. Kunst gab es aber nicht nur für die Augen, sondern auch für die Ohren. Eine deutsch-türkische Lesung mit Schauspieler Engin Zetschkin, begleitet von Tarik Kusch und seiner orientalischen Zither, rundete das Programm ab. Ab sofort kann jeder selbst losgehen, um sich einen Eindruck der Vielfältigkeit der Kunst zu verschaffen.